Ja, Akte der nächsten Liebe haben wir bisher in der Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft, finanziell immer eher bestraft, besonders im wirtschaftlichen Kontext. Ja, das dreht die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination um. Ja, also das ist ja sozusagen das Ergebnis von Weltrat und Next Scientists for Future. Links hier unten in der Infobox links. Das heißt also, das ist, so lässt sich vielleicht für die Gespräche, die demnächst mit der CDU stattfinden sollen, auch christlich, ja, formuliert. Wenn man das mal so ein bisschen christlicher formuliert, ist es so, dass wir einfach bis jetzt immer nur appelliert haben, die Leute sollen Nächstenliebe praktizieren, haben sie finanziell aber eher bestraft, wenn sie das im wirtschaftlichen Kontext getan haben, dadurch, dass sie Wettbewerbsnachteile hatten, wenn sie sehr menschenfreundlich produziert haben und sehr die Menschen sehr vor Giften geschützt haben und so weiter. Und genau das ist das Neue der GWÖ-GWO-Kombi, nämlich dass letztendlich Akte der Nächstenliebe erstmals anständig und gezielt finanziell bezahlt, belohnt und damit vermehrt werden. Und so kriegen wir dann tatsächlich eine Gesellschaft, in der sie sich darauf verlassen können, dass der Arzt gegen ihnen über keine gegenteiligen Interessen hat, sondern sie wirklich nur aus einer Haltung der Nächstenliebe behandelt, denn er kann nur dann am besten verdienen, wenn sie nie krank werden. Und das, da wird er alles tun, dafür zu sorgen, dass sie möglichst nie krank werden. Ne? Und das ist dann ein Nächstenliebe praktizierender Arzt. Und sowas wünschen wir uns doch, ja? Also statt appellieren und gar manipulieren von Menschen hin zu Nächstenliebehandlungen, obwohl sie ihnen real in der realen Gesellschaft eher schaden, vielleicht auch um sie ausnutzen zu können, ja? Statt dessen werden alle Handlungen der Nächstenliebe einfach finanziell gut bezahlt. Und dann kriegen wir einfach eine gesunde Gesellschaft. Also soziale Marktwirtschaft beenden, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination einführen. Tschüssi!